Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum zweiten Match des Royal Rumbles. Das Intercontinental Championship Match zwischen dem Champion Sir William Regal und unserem selbsternannten Mr. Pay-Per-View, Jerry Motherfucking Lynn. Den er sich gefühlt im ersten Pay-Per-View-Match überhaupt erarbeitet hat bei uns. Ja. Und heute gibt es Jerry Lynn gegen William Regal und wir haben uns vor dem Match gerade mal so die Card angeguckt und haben so gemerkt, so, wie keine Stipulations. Stipulation-freier Pay-Per-View, wie krass ist das eigentlich? Ja, und dann haben wir uns gedacht, gut, dann machen wir daraus einen Streetfight hier. Einfach ein Streetfight, meine lieben Freunde, no DQ, aber kein Falls Count Anywhere, der Pinfall und die Submission müssen im Ring erfolgen, aber es wären rein offiziell Streetfight Rules. Und mein Tipp ist hier, ich sag, Jerry Lynn holt sich den Titel zurück. Boah, schwierig. Ich sag William Regal und es werden keine Waffen benutzt. Was ist das denn für ein Tipp? Es geht doch nicht darum. Ja, ich wollte es nochmal gesagt. Oh, Jerry Lynn hat Bock! Jerry Lynn hat Bock, direkt mal mit der Kopfschere hier. Zack, ab geht der Peter. Der hat Bock, jetzt will Jerry Lynn seinen Titel zurück. Ja, guck zurück. Es dir an, guck dir an, wie er Gas gibt. Naja. William Regal, oh, Spear in die Ringe, also ein Shoulderblock. Der ist ja direkt völlig überfordert hier. Was für ein also Facewash. Jerry Lynn ist bis in die Haarspitzen motiviert, musste so lange auf seine Chance warten. Ja, über ein halbes Jahr. Oh. Oh, und jetzt? Was zum Teufel macht denn Regal? Slingshot. Oh, und dann auf die Knie. Oh, Oldschool British Wrestling. Ja. Von William Regal. Richtig nice. Haben wir auch noch nie gesehen, die Aktion. Und dann der Hurricanrana. Von Jerry Lynn. Wir werden halt doch immer wieder überrascht. Und Lynn, was hat der vor? Bam, Dropkick einfach an die Schläfe. Und dann will er direkt Cover. Der will den Titel sofort wieder haben. Echt? Meinst du, da kommt jetzt schon das erste Cover? Oh, bam. High Kick und William Regal fällt um wie ein Stein. Sag ja, Jerry Lynn macht das. Alter, der ist einfach bei Pay-Per-Views, ist der heiß. Boah, guck dir das an, wieder eine Hurricane. Der geht sofort Vollgas. Der geht richtig steil, ey. Und Regal muss da irgendwie mithalten, ne? Whip in jetzt. Und ne! Wieder die Kopfschere. Jerry Lynn kann ihn wieder ausgehen. Ich glaube, over the top, Regal ist das ein bisschen zu schnell, ne? Ja, für William Regal, weißt du, das ist halt einfach so dieser absolute langsame Techniker. Und Jerry Lynn macht halt Vollgas. Das ist einfach, da merkt man natürlich, dass William Regal etwas überfordert ist jetzt direkt hier in den ersten zwei Minuten. Vielleicht hilft es dann aber sogar William Regal, dass es ein Streetfight ist und er Waffen benutzen dürfte, wenn er wollte. Ja, also wenn er nicht ganz so blöd ist und jetzt hier weiter so auseinandergenommen wird, dann sollte er vielleicht mal überlegen, rauszugehen und mal zu einem Stuhl oder so zu greifen. Aber genialer Backbreaker. Oder er kommt mit so einem harten Backbreaker einfach mal gegen Jerry Lynn zum Zug. Vorarm wieder im Ringseil, Whip-In jetzt. Und Exploder. Einfach mal ein Exploder quer durch den Ring. Ja. Und das ist halt das Gefährliche, das setzt natürlich einem Jerry Lynn halt dann auch mal ganz schön schnell zu. Ja, und jetzt hier Whip in die Ringecke. Ah, oh, gekonnte von Jerry Lynn. Au! Und dann Shoulderblock. Dieser harte Shoulderblock von William Regal. Aber guck dir das an, der Jerry Lynn ist immer einen Schritt schneller. Jetzt hier Suplex. Ja, klasse von Jerry Lynn. Aber Jerry Lynn muss echt aufpassen. Er darf William Regal nicht ins Match kommen lassen. Reverse DDT. Weil sobald Regal einmal am Drücker ist, dann, glaube ich, sieht halt auch ganz schnell. Oh, sehe ich schwarz und Jerry Lynn, aber der macht das so super. Ja. Die Kopfschere und. Ja, jetzt Regal. Aber guck mal, Jerry Lynn kann sofort kontern. Whippt ihn jetzt hier nach draußen vielleicht. Aber hat nicht weiter was vor mit ihm? Nein. Nee, lässt Regal geht wieder zurückkommen, weil er ihn da sofort wieder im Griff hat. Bloß nicht irgendwie jetzt raus zwischen den Seilen. Ja, aber guck mal, jetzt will er hier Mad Wrestling anfangen gegen Regal. Ich glaube, das ist die falsche Variante. Und rennt wieder in den Exploder. Oh, zack, der Knee Drop. Und das meine ich. Jerry Lynn darf William Regal nicht ins Match kommen lassen. Mein Jerry Lynn hatte ja auch seine Probleme gegen den Techniker Bret Hart und hat damals den Titel an Bret Hart verloren, ne? Ja. Und wieder Running Knee. Oh, ne! Rolling Senton? Okay. Hat er sich bei AVD abgeguckt? Wahrscheinlich dachte er sich, gegen Lynn muss ich auch mal... Ne? Und, jawohl, die harten Kicks. Also die beiden
geben hier seit 5 Minuten Vollgas. Ja, ist echt so. Das ist ja echt unglaublich. Darf man sich auch nicht beschweren, dass Manchester nur 10 Minuten geht. Die beiden geben einfach Vollgas. Das ist absolut korrekt, ja. Und das, glaube ich, geht nicht mal 10 Minuten. Oh, oh, wird das ein Surfboard? Oh ja. Oh! Das heißt, es ist egal, dass Jerry Lynn im Seil ist. Alter Verwalter. Und Jerry Lynn, das setzt bestimmt zu. Ja, packt ihn sich jetzt hier und Scoop Slam. Scoop Slam. Ah, Knee Drop geht gerade noch so daneben, aber zack, sofort wieder. Einfach nur rohe Gewalt hier von William Regal. Zack, oh, Roaring Elbow. Oh, oh, oh. Wird ganz gefährlich jetzt hier gerade für Jerry Lynn. Das wird richtig Regal eng. Kann sich wieder befreien. Und ah, diese wunderbare Kopfschere, die ihn immer wieder zurückbringt ins Match, wenn er mal ganz kurz irgendwie... Oh, Sterling Moonsault. Ja, jetzt, da muss mehr kommen von Jerry Lynn. Ah, wieder brutale Kicks in den Kopf. Versucht es auch mit ein bisschen Stiffness jetzt hier. Aber dann wieder die Technik von William Regal. Zieht ihm das Bein weg. Also von der No-DQ-Regel von die beiden. Oh, und wieder ein Explosion. Oh, das ist so hart, ey. Und wieder der Knee-Drop. Also das ist so die Methode, die William Regal jetzt hier scheinbar wirklich, wirklich wieder stark ins Match zurückbringt. Oh, oh, jetzt hat Tree Row. Und dann... Was hat er vor? Ah, einfach nur würgen, einfach nur ins Gesicht treten. Ja, also William Regal in klassischer Heel-Manier hier. Die harten Aktionen gegen Jerry Lynn. Und Jerry Lynn versucht mit seinem Tempo, mit seiner Agilität, mit seinem Charisma des Pay-Per-Views, versucht er hier die Fans auf seine Seite zu sehen. Das ist ein Monkey-Flip! Schöner Monkey-Flip hier jetzt von Jerry Lynn. Okay, jetzt vielleicht mal was draus machen. Spinning Leg Drop. Ja. Und zack, Spinning Heel Kick. Ein Spinning Dropkick, das war mit den Füßen der. Glaube ich. Und jetzt zieht ihm wieder das Bein weg und dann wird er wieder weggeschubst. Also. Lynn ist aber da ganz schnell. Oh, Vorarm und wieder Spinning Dropkick. Und Springboard. What the fuck, Alter, das habe ich aus der Kameraperspektive gar nicht so wirklich erkennen können. War irgendwas mit dem Fuß voraus auf jeden Fall. Ja. Oh, aber oh, da oh, ist oh. Regal mit der Tiger Bomb. Oh, Tiger Bomb. One. Na. Oh, aber nur bis 1. Also Jerry Lynn will sich hier so schnell nicht geschlagen geben. Er ist noch da. Wieder Spinning Dropkick. Und Sterling Moonsault. Also die beiden geben hier sowas von Gas. Ein phänomenales Match bisher. Ja. Duckt sich weg, dreht ihn rum und... Na, nur der... echt, du hast gesagt, die nehmen die No-DQ-Regel nicht in Anspruch. Ja. Ja, aber bisher finde ich das auch völlig in Ordnung. So was die da im Ring abzaubern, ist ja Wahnsinn. Und, oh, jetzt hier so ein Submission-Move. Face-Lock hier. Oh, guck dir das an, wie weit er den Kopf da zurückzieht. Aber Lynn wird nicht aufgeben, sag ich dir. Der will zweifacher Intercontinental Champion hier heute werden. Wäre der erste, ne? Zweifacher Intercontinental Champion. Bisher hat den Zweifachen dann auch nur Maro Fuji noch geschafft. Und wenn man natürlich jetzt vom World Title auch noch ausgeht, Kane und Austin Aries... Ja. So gefühlt sind alle amtierenden Champions schon fast zweifach, ne? Ja, und... Second City Saints nämlich auch. Wer? Second City Saints sind auch zweifach. Stimmt, Kenta und Maro Fuji waren ja zwischendurch mal Champions. Ja. Alle ROH Champions sind zweifach. Das ist unfassbar. Und jetzt wieder die Senten. Ah, ja, geil. Wieder diese Rolling Senten. Und dreht ihn jetzt hier rum und... Ah, und wieder der Facelock. Aber jetzt von der anderen Seite. Ja. Auch interessant. Sehr interessante Technik hier. Aber Lynn gibt wieder nicht auf. Ja, Lynn muss aber, glaube ich, schon beißen. Ja. Und harte Schläge von Regal dreht ihn rum und Regal Plex. Regal Plex, oh Gott. Ja, oh ja, oh ja, Regal Plex. And it's gone. Mit Cover. One, two. Wow! Du bist zwei. Wow, Jerry Lynn kommt aus dem Regal Plex raus. Ja, da ist es los und zack, Exploder hinterher. Jetzt will er ihn umbringen. Jetzt. Wieder, glaube ich, Schluss machen, Leute. Exploder Nummer 4, glaube ich, one. Boah. Nur bis 1, okay. Ich glaube, Jerry Lynn hat sich noch nicht aufgegeben hier. Nee, das darf er auch nicht. Oh, oh. Und? Oh, oh. Ah, nee, nur so ein, dieser klassische Armbreaker. Ja, ja. Okay, ja, nicht schlecht. Ganz, ganz, ganz großes Match. Und jetzt hat was hat William Regal von nochmal. STF, sein STF. Jo, der legendäre STF von William Regal muss... Lynn ist in der Ringmitte, guck dir an, wie klein der Körper, ja, wie er ihn zusammengepackt hat. Wie ein kleines Paket, aber kann Lynn Tap nicht. Unglaublich, unglaublich, Lynn Tap nicht. Er will die Chance nicht einfach so verkommen lassen. Und Roaring Elbow.
Und jetzt hat ihn damit jetzt ausgenockt. One, two, nein. Es hat wieder nicht gereicht. Und? Calf Kick. Oh, der Calf Kick jetzt. Oh mein Gott. Aber William Regal ist jetzt schon gerade wirklich sowas von dabei, jetzt hier die Titelverteidigung zu erlangen. Oh ja. Oh, und wieder ein Leglock. Dieser Leglock. Leglock. Der William Regal probiert es jetzt mit allen technischen Mitteln. Das ist echt so. Viele Submission-Griffe, aber wieder kann sich Lin befreien. Oh, schau mal, der humpelt schon. Ja, und Whip-In, nee, gekontert. Und zack, Hurricanrana. Aber er kann... Ja, vielleicht... Was hat Lin jetzt vor? Was braucht es jetzt noch, um Regal zu besiegen? Hat Lin überhaupt schon mal einen Coverversuch gemacht? Oh nein. Oh, was für ein Belly-to-Belly-Suplex. Mit diesen eingeklemmten Armen an der Seite. Ja. Das sieht nicht gut aus. One. Und nein, aber Lin gibt sich nicht auf. Er gibt nicht auf. Kassiert jetzt wieder die Schläge und Rowing Elbow, dass er rausfliegt. Wie krass war das denn? Aber er whippt ihn wieder in den Ring. Was für ein Roaring Elbow gegen Lin. Aber echt, ey. Leg Drop. Leg Drop. Ah, gefährliche Aktion. Nimm dir doch eine Waffe, Jung. Nimm dir eine Waffe. Ja, Lin könnte jetzt selber echt gebrauchen. Oh nein. Und dann der, so eine Close. Da hat er nicht aufgepasst. Nee. Und guck dir diese harten Schläge an. Elbow in den Rücken. Und wieder der Running. Keinen Countout, meine lieben Freunde, in diesem Street Fight selbstverständlich. Oh, Tiger Bomb außerhalb des Rings, das war's. Holy shit. Oh, was für eine Tiger Bomb. Du hast gesehen, wie er noch versucht hat, in die Treppe reinzurollen. Ja, 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 hast du gesehen, dieser freche Regal, ey. Ja. Oh. Und? Lin fliegt da hinten nochmal über die Steel Stairs. Alter, jetzt hat Regal echt die Schnauze voll. Ja, und? Aber Kopfschere nochmal. Komm nochmal zurück mit der Kopfschere. Nimm dir doch die Ringtreppe und schlag zu, Lin. Und? Oh, High Kick. Und jetzt? Nee, ich sag dir, die wollen einfach keinen Street Fight. Das wird ein Pay-Per-View ohne Waffen, meine lieben Freunde. Ja, ist echt so. Und Leg Drop. Jetzt kann schon. Oh, steht da auf dem Apron. Springt in den Fullnail. Oh mein Gott. In den Dragon Suplex. In den Dragon. Boah. Was? Bis nichts? Doch, bis eins. Und Regalplex again. Regalplex Nummer 2. Das war's. Regalplex Nummer 2. Okay, das ist es. One, two. Was? Oh, wieder nur bis 2. Das gibt's doch gar nicht. Und? Jetzt? Running Dropkick? Oh, Jerry Lin mit Kämpferherz. Das gibt's doch gar nicht. Boah, aber nur bis 1. Aber wie krass war eigentlich, dass er in den Dragon Suplex gesprungen ist? Ja. Wie krass. Und ein Roll. Wow, was? One, two. Aber nur bis 2. Das gibt's doch gar nicht. Und? Wieder. Nochmal. Wieder Roller. One, two. Jetzt dreht er schon um das Cover. Und dann ist es Rope Break. Oh mein Gott. What a match. Regal jedes Mal, du hast ja dieses Blitzen gesehen, diesen Knee-Trembler versucht, ne? Ja, ja. Oh, und Gut-Wrench Suplex. Hat Lin schon mal versucht, sein Finisher zu zeigen eigentlich? Oh, jetzt will er ihn umbringen. Ah. Vielleicht kommt jetzt der Power of the Punch oder so. Nö, aber einfach nur ins Gesicht. Roll his hand hinterher, hebt ihn hoch. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich weiß es auch nicht. Ich bin so mega aufgeregt gerade. Ja. Step up Enzugiri. Lin ist noch nicht kaputt. Wir hätten den bei den Opener geben sollen. Ja, ist echt so. Das kann man ja nicht ahnen. Oh, ein High-Kick. Es ist halt Mr. Pay-Per-View. Jerry Lin ist halt Mr. Pay-Per-View. Und zack, Knee-Drop. Alter. Was passiert hier noch, meine lieben Freunde? Kann hier Lin einfach die Sensation noch schaffen? Oh, was für ein Knee. Zwei Regal Suplessen. Es fehlt immer noch dieser Tornado DDT vom Top Rope, ne? Ja, ja. So, ist er jetzt down? One. Nein. Nein, das war auch nicht. War ja nur ein Belly-to-Belly-Slap. Und jetzt wieder dein Roller. One. Two. Oh, Regal dreht um. One. Nein. Boah, bei One. Kommt er raus. Und weggeht. Was für ein Match. Dropkick jetzt in den Rücken. Und angerannt. In die Head Scissors. Macht er gut. Man fiebert jetzt auch so ein bisschen mit Jerry Lin mit. Ja. Geht da draußen, was hat er jetzt vor? Yo, Corkscrew Crossbody und der geht daneben. Oh, das könnte das Ende sein, wenn jetzt und wieder jetzt der SDS. Und jetzt kommt der SDS. Ja. Aber das Seil ist nah. Aber er kann sich natürlich kaum bewegen. Nee, der kann sich nicht bewegen. Er tappt, der wird tappen. Ja. Ja, und Jerry Lin muss sofort tappen. Oh mein Gott, was für ein Match.
Nee, also das kann man jetzt Jerry Lynn auch echt nicht mehr übel nehmen. Aus zwei Regal-Supplessen rausgekickt, ein STF schon überlebt, aber ein zweiter ist halt einfach too much. Oh ja. Unfassbar, was Jerry Lynn hier schon wieder rausgehauen hat. Er ist halt Mr. Pay-Per-View. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ich hatte gedacht, dass Regal ihn eventuell sogar tatsächlich nur mit dem Power of the Punch down kriegt, indem er ihn halt einfach mit dem Schlagring ins Gesicht haut, weil Jerry Lynn ja scheinbar anders echt nicht down zu kriegen ist. Ja. Aber mit dem STF, ja, da kann man dann einfach nichts mehr machen. Wahnsinns-Titelverteidigung. Ja, und William Regal macht sich auch Monat für Monat mit die besten Matches bei WWE. Ja. Absolut. Letzten Monat gegen Finlay ein Weltklasse-Match gemacht, jetzt gegen Jerry Lynn. Also das ist schon ganz, ganz, ganz großes Kino, was Mr. Sir William Regal hier beim Royal Rumble gezeigt hat. Wahnsinn! Ja, und damit sehen wir uns dann morgen wieder, wenn es das erste Mal Tag Team Action heißt. So sieht's aus. Bis morgen, meine lieben Freunde. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen, das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein.